Hallo. Hallo. Guten Tag. Also, wir machen ein Minecraft Let's Play. Und wir fangen gleich damit an. Wer wollte denn das? Meine ganze schöne Arbeit. Ist ja scheiße. Dann mache ich das nicht, damit noch mehr kaputt geht, mein ich schnell mein schöne Adventure Gun. Ja, wir sind auf der Pistenhouse Map. Ich jetzt mein Adventure Gun. Yeah. Ich habe richtig mit House Steps oder so scheiß designt. Yeah! Wie geil ist das denn? Schreibt in den Kommentaren. Ich glaube noch den letzten in die Aufmerksamkeit. Genießen. Und dann ist man eingesperrt. Nein! 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 Noch! so, jedenfalls. Ist das Kino voll unbescheiden? Ja, voll. Ne? Fast unbeschädigt. Ja, ich hab's geschafft. Es ist wirklich fast unbeschädigt. Es ist unbeschädigt, das Kino. Ja. Keine mehr. Ja, geh mal hoch. Hoch. Nein. Ich will jetzt einfach mit dir entspannen. Die Scheiße, die sitzen wird zu. Ich komm nicht mehr raus. Bitte. Geh mal ganz hoch. Wo ganz hoch? Einfach, das muss man jetzt. Nein, lass uns exportieren. Und genießen es. Ja, gleich fangen wir damit nochmal neu an. Das war bloß so ein Vorentwurf, wie so eine kleine Intro. Alter! Ist gerade explodiert. Oh, lustig. Ich war. Ich hab's kaum gesehen. Wow! Boah, geh mal rein. Hier meine alte Alarmanlage. Ah! Ja, ah! Ja, was ist denn das Gelbe? Was? Nein, das andere. Hier ist offen. Das ist Glowstone oder so. Glowstone. Oh, das arme Schwein. Arme Schwein. Kannst du nicht sagen. Soll ich mal sagen, speichern wir erstmal nicht? Ich wollte gerade sagen, verlass uns später in die Aufschaffung. Jedenfalls zeige ich auch gleich noch das Haus von Sprengmeisterin. Ja, genau. Ich nenne mich jetzt immer Sprengmeisterin. Er ist behindert. Mehr. Oh! Ja, genau. Zeige ich das erste Haus von Sprengmeisterin. Jetzt bin ich auch in keine Küstenhaus. Ja. Ich würde mir fallen gehen, wenn wir auch nicht noch einen kleinen Lava einmal hinmachen. Nichts ähnlich. Also. Hat hier eine kleine Küche. Yeah! Kann hier was saufen, kann hier was saufen, kann hier was braten, kann hier nochmal was saufen, kann hier was essen. Kann hier was essen. Genau, hier, der hat eine Brauerei, kann so viel saufen. Ah, ja, okay. So. Ah, wir schlafen mitten im Schwimmbad. Nein. Ah. Ich war. Ich höre alles. Ja, weil du doof bist. Jetzt hat das keiner mit uns U-Bahn. Welche U-Bahn? Ja, okay. Ab in die Nähe. Tada! Nee. Mann, ich krieg's nicht. Was wir jetzt erstmal machen, wir nehmen uns einen Lava-Eimer und eine Lore. Wozu die Lore ist, das zeige ich euch gleich. Batsch, wir sind tot. Quasi das. Also eine U-Bahn. Eine Verbindung zwischen seinem Pistenhaus und meinem. Und dann gibt's hier in dem Pistenhaus ein Schatz für ihn,
Finish alle Tage, das krieg ich nämlich nur von Liebe. So. Nochmal erstmal das Netz und so. Aber einmal. Ich würde sagen, wir setzen Lama erstmal da, wo wir so sicher sind, dass nirgendwo etwas passiert. Nämlich genau. Nein. Da würde ich sagen, setzen wir einmal Lama. Und dann hier so den ganzen Gang lang. Ich habe übrigens Feuerbreite sich aus, ich glaube auch eingestellt. Müsste ich. Hast du vor? Schau mal runter, Junge. Nein, ich warte erstmal. Nein, ich bin schon angebrannt, ich wäre schon fast gestorben. Kommt auch schon da, wa? Nee. Doch. Kommt ihr noch mal? Müsste bald mal runterfliegen. Hä? Hey, fliegst du keine Lava runter? Jetzt schon. OMG, OMG, TNT, TNT. Damit hier keine Lava weiterfließen kann. Machen wir erstmal zur Sicherheit ein bisschen den Alarm an. Oh, oh, oh! Wer war tot? Whoa! Aber die Kiste funktioniert noch. Also schon mal was. Nein, die Kiste wird auch noch funktionieren. Diese Batschkuppe. Alter! Oh, komm hier nicht mehr vorbei. Oh, die Arme. Die Armtiere. Welche Armtiere? Was? Wir sind hier arm dran. Ich hab daran sehr lange gearbeitet, Alter. Aber manche sind das hier mit dem Luftstuhl. Ich bin erstaunt, dass das noch geht. Die Bibliothek ist auch fast noch gar nicht beschädigt. Ey, ja, aber dass diese paar TNT-Teile einfach alles kaputt hauen können. Ein paar. Das sind ja nur ein paar. Und Flöcke. Ja, ja. Wieso ist sogar noch das Kisten und dann sogar noch ein Achtel? Aber wir haben noch ein Kisten. Kommen wir einfach ein bisschen dahin. Ja, das ist doch scheißegal, dann haben wir ja noch nicht verstanden. Oh, mir ist sogar noch der Pisten da. Das ist doch wiederum geil. Was muss der? Erinnert der Hebel, der war ungefähr hier so. Wir haben jetzt ein bisschen viele Levelpunkte. Weil. Hier war Diamant, das und also ein Schnickschnack. Also ich glaube, wir hatten einen kleinen Portalschaden. Wer, du? Nein, du. Ich würde sagen, aber erstmal. Da. Okay. So, wenn wir mal drauf gucken, oder wir könnten einfach mal versuchen, nochmal in andere Geschosse zu gehen. Sind ja keine Chance. Ja, einfach reingeflogen. Gut, hier sieht man keine Beschädigung. Was ist das eigentlich? So ein Schatzding. Seriös.
auf darunter auf Lava. Oh. Okay, hier würden wir kurz sterben. Okay, die Bibliothek war jetzt offen. Ich würde sagen, das ist noch schon länger. Ich bin einfach mal geschossen. Keine großen Beschädigungen. Hier ist eigentlich die Schatz noch keine Beschädigung. Ich würde da ein bisschen. Ja, das ist ein abgepackt. Da kommt wieder Wasser runter. Okay, ich war ein großer Schuss, der Weg dazu ist verstärkt. Also, ich will gerade die meisten Pissen, manche Pissen sind hier noch mit dem Trend. Ja, die gehen auch noch. Was? Was habe ich dir mal erklärt? Echt? Ja. Also, so sieht das aus. Oben aus. Und weil es ja noch nicht alles ist, ist ja bloß der Wohnblock ein bisschen beschädigt. Und bisschen. Ist nicht große Beschädigung. Guck mal, das einzelne sah dann auch her. Ich meine, innen drin ist schon noch viele Beschädigung. Ey, hol mir das arme Schwein da raus. Ach, das arme Schwein kann sterben. Ha, ist lustig, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Lass das Wasser weg. Oh, boah, das wird spannend. Oh, Alter. Das ist alles auf einmal einfach weg gewesen, so. Oh nein, das soll nicht, das soll nicht da reinlaufen. Okay. Ich glaube, jetzt muss das gleich wieder auf. Ja, es geht auf. Hey. Und ich will jetzt ein bisschen mit dem Sonnen und Wasser suchen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Lava reinziehen. Das ist alles noch in Ordnung. Hier ist nichts kaputt gegangen. Geht aber bald kaputt. Nein, es geht nicht kaputt. Also, es geht, würde nur kaputt gehen, wenn die Lava da hier reinfließt. Ach so. Und logischerweise nicht passiert. Okay. Okay. Ey, Sicherheitsblock funktioniert dann noch. Ja, geil. Das ist wieder mal ein cooles Feature, was hier funktioniert. Manches funktioniert dann noch. Oh, ey, das ist mal eine coole Anwechslung. Wow. Guck du mal dein Kino an. Wie ist Kino? Achso, das habe ich jetzt verstanden. Kann ich einfach vorher nehmen. Oh, was funktioniert natürlich auf die Glatze? Ist so klar. Ich meine, die ist ja auch von Samsung. Mhm. Ob eigentlich auch hier oder oben? Ja, Mathis. Ja. Geht dann los? Ja. Okay. Da muss unser Mathis. Hä? Nach Hause. Ja, ist ja so, wenn ich kein Schwimmabend habe. Weil die Dinger haben, oder? Nur Blödsinn kommen. Ich nicht, Dominik. Ich hab oben ein Lava-Pack gesetzt, hoffe ich. Ja, genau.
Und nun machen wir den Lava Härtetest bei das Haus von Luca. Ey, halt! Warte mal, ich dachte! Tschüss! Kacke! Tschüss! Die Lava kommt schon. So, wir machen es erstmal ein bisschen sicherer. Damit wir hier ein bisschen sicher sind im unteren Teil. Müssen bei Luca mal einen Alarm einbauen. Wird ja nicht so klar sein. Kann man ja klar machen. Bitte gehen Sie alle auf den Haar. Ich mach aber erstaunlich eigentlich. Oh mein Gott, die Lava ist weg! Die Wolle! Hilfe, versteckt euch alle hier hin! Die Tür muss noch hin. Die Tür! Wenn die Türen sind. Na egal. Ich hab schon keine Lava hinein. Ja, auch. Auf jeden Fall die Tür bei meiner Power reizen. Und hier im hinteren Teil ist meine Fischer. Du lässt die Tür in der Power reizen machen. Ja, wir müssen wir laufen. Ja. Jetzt darf ich einfach keine. Ich würde nicht machen, dass die Lava hier einfach weiterläuft, Mann. Die wollen mit dem Action rein. Nein. Nein. Eine unsichtbare Mauer. Nein! Scheiße, war alles. Mach zu. Hallo? Nein. Muss man was darauf werfen? Ha! Ich bin ja so schlau. Gut, hier werden wir dann sicher. Aber das Haus steht auch im Notausgang. Stimmt, aber ich dachte. Oh Gott, das ist schon ein bisschen weg. Das dann lassen wir dann noch mal die Lava hereinschießen und gucken, was passiert. Oh Gott, die Lava kommt! Schnell, weg! Du musst doch einen Notausgang bauen. Nein, brauchen wir nicht. Hier ist genug Wasser. Das war mal zu klein. Oh, du kannst ja nicht vorstellen. Das tut mir leid, also hallo. Das ist wirklich nicht so schnell. Hilfe! Helf mir! Wo ist er? Nein!
war Kotlava. Sie wird mich umbringen. Na, ach, tschüss, tolles Leben. Tada. Tada, ich werde sterben. Oh Gott, die ganze Bude. Nach einem Notausgang, Kunde. Wir werden sicher gewinnen. Okay, ich würde sagen, also, von draußen sieht die Beschädigung noch nicht so groß aus. Nein, finde ich auch nicht. Guck mal, die ganze Piste ist hier, das noch funktionieren. Das ist meine Hardtour, war jetzt drin, aber ja. Ja, das ist ein bisschen besser. Na dann. Das funktioniert noch. Ich sehe noch nicht so viel, so große Beschädigung drin im Hauptentwurf. Ist mal ein bisschen nah. Genau. Na, das ist niemand. Vollkommen niemand. No! 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 Geh mal rein, das ist bestimmt geiler. Das sage ich ja, der Kopf ist voll instabil. Dann so man, weißt du, wie instabil dein Haus ist? Wenn man ein paar TNT-Blöcke hat, dann muss man ja am Boden. Muss vielleicht irgendwas machen. Wow, jetzt habe ich eine Flaschmittel. Ah, das finde ich auch nicht. Nein, ich wollte. Wenn man sonst vor allem als Sonnensystem ist, funktioniert das bisschen besser. Das ist ja gut für das Fahrzeug. Das ist das Äußere. Das ist das Innere, so viel weiter. Geh mal zum Äußeren. Oh nein, das war das Innere. Echt? Nein. Hat nicht. Aber so hast du ihn noch. Nein, ich kann nicht das Innere. Guck. Guck mir das an. Guck mir das mal, ob der Hebel noch existiert. Ich könnte mir nicht das Hebel. Nein, diese existiert Hebel nicht mehr. Ich muss nochmal einen Knopf anbringen. Nein! Raus! Warte mal, nee, geh mal zurück, da habe ich nur wieder Wasser gehabt. Nein. Doch, da hatte ich Wasser. Wenn man allein schon Schaden hat. Guck mal, ich vergleiche jetzt dein Haus. Ja, Junge, du kannst mich mal. Wo ist mein Wissenhaus? Du hast ja auch bei mir viel mehr TNT gesetzt. Nein, hab ich nicht. Doch. Gut, ich gebe es zu. Ach, guck mal, hier. Alter, hat sie die Mauer schon. Die Mauer? Nein, die Mauer. Diese eine da hinten. Nein. Diese. Ist dann da eine? Yes. Na klein, da ist doch eine. Ja, da ist eine. Nein, und auf der anderen. Und da sind die Mauer. Hier ist noch nicht Mauer. Ich hab genug Türen. Nein, die von außen nach rein eingeht. Noch? Nein, die muss ich dann noch bauen, wenn ich mit dem anderen System fertig bin. Oh Gott! Schnell hier raus! Oh fuck! Guck mal! Ey, das ist mal ein Bombeneinschlag! Man könnte sagen, da ist eine Bombe reingeflogen, ne? Ja, guck mal, das andere ist noch richtig stabil! Aber ich sag, was also mit dem Video? Dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dominik!